Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von GlobTV. Wir testen heute eines der 5 Promotionsangebote von Domreisen und sind schon gespannt, was uns hier alles erwartet. Und natürlich haben wir das mal wieder einen Wettbewerb zum Mitmachen und was das mal gibt, sehen Sie jetzt. Erleben und geniessen Sie als Gewinnerin oder Gewinner vom GlobTV-Wettbewerb von dieser Woche die wunderschöne Costa Brava mit Strand und Meer für eine ganze Woche. Also mitmachen und vielleicht schon bald ein bisschen geniessen. Wie schon gesagt, wir sind heute unterwegs mit Domreisen und testen die Reise nach Costa Brava für nur 299 Franken. Schauen wir doch das Angebot gerade mal genauer an. Beim Angebot von Domreisen können Sie von den 3 verschiedenen Orten auswählen. Santa Susanna für die Sonnenhungrigen, Lore de Mar für die Jungbliebenen und Pineda de Mar für die Erholungssuchenden. Inklusiv ist die Hin- und Rückfahrt an Costa Brava in einem komfortablen Bus, 7 Nächte in einem guten Mittelklasse-Hotel, Halbpension, alle Gebühren und natürlich eine erfahrene Reiseleitung. Also dann geht jetzt die Reise los mit dem komfortablen Domabus an einem der verschiedenen Einstiegsorte zwischen St. Gallen und Genf. Ganz gemütlich, also quasi fast von der Haustüre, geht es los mit der Reise. Das Gepäck wird gut im Anhänger vom Bus verstaut und so bleibt der ganze Platz im Gang für die Fahrgäste. Der doppelstöckige Car ist modern und komfortabel ausgestattet und bietet so eine sichere Reise nach Spanien. Die Route auf Spanien wird von 2 verschiedenen Bussen bedient. Der neueste Bus von Domreisen ist der Toro. Der doppelstöckige Car ist luxuriös und modern eingerichtet und die breiten Sitze versprechen den Sitzkomfort von einer besonderen Art. Durch die grosse Beinfreiheit ist es möglich, den Sitz hinten zu klappen und so die Beine hoch lagern. Das heisst wortwörtlich zurücklehnen, die Aussicht geniessen und sich wohlfühlen. Begleitet wird man natürlich von einem Team, das sich um das Wohl der Reisenden kümmert. Wer während der Fahrt einen kleinen Hunger hat, der kann sich nämlich in der bordeigenen Küche im unteren Stock des Bus kulinarisch verwöhnen lassen. Der Bus ist ausgestattet mit mehreren Tischli, wo man während der Fahrt gemütlich essen kann, während man Richtung Süden reist. Kompetente Reisebegleiter informieren Sie über den weiteren Verlauf Ihrer Reise und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Und so vergeht die Zeit auf Spanien wie im Flug. In Spanien, der Costa Brava, erwartet einem dann ein Mittelklasse-Hotel in der Nähe vom Strand. Partnerhotels im Angebot von Domreisen sind alle im guten Mittelklasse-Segment und bieten in den Zimmern den Komfort, den es braucht. Auf dieser Reise waren wir im 3-Sterne-Hotel Stella. Der hoteleigene Pool lädt da zum Baden im kühlen Nass ein und der nähe Strand lockt natürlich auch, um sich im Meer etwas abzukühlen, sünneln und einfach das Ferienleben am Strand zu geniessen. Aber natürlich lohnt es sich auch, die Gegend ein bisschen zu erkunden, zum Beispiel mit einem Ausflug zum berühmten Bergkloster Montserrat. Der Berg Montserrat mit dem Benediktinerkloster Santa Maria de Montserrat bietet mit den 1236 Metern schon von weitem einen grandiosen Anblick. Das Kloster begeistert mit der Art und Weise, wie sie die Kulissen eingebaut worden ist. Und berühmt ist das Kloster vor allem auch wegen der Statue Schwarze Madonna. Die Schutzpatronin von Katalonien.
Nach Montserrat kann man den Ausflug ausdehnen in eine der schönsten Städte am Mittelmeer. Barcelona ist in Europa für seine Kultur und Mode bekannt. Da haben viele berühmte Künstler gelebt und gewirkt und sogar der Hemingway hat am liebsten in Barcelona seinen Mojito getrunken. Barcelona ist prägt von einer bewegten Geschichte und auch heute sieht man das an den verschiedenen Baustilen der vielen Eroberer. Ein gewaltiges und eindrückliches Meisterwerk ist die unvollendete Kathedrale Sagrada Familia vom Architekt und Künstler Antoni Gaudi. Im 1882 hat der Bau gestartet und nach neuesten Prognosen wird die Kathedrale etwa im 2026 fertiggestellt sein. Ein eindrückliches Wahrzeichen, das man unbedingt einmal besucht haben muss. Bereits 1929 ist das Olympiastadion Barcelona schon gebaut worden. Damals für die Expo. In den 80er Jahren ist es dann komplett renoviert worden für die Olympischen Sommerspiele im 1992. Aber eben, auch für Mode ist Barcelona bekannt. Shoppen und Flanieren auf der Ramblas ist natürlich ein absolutes Muss. Die etwa 1,3 Kilometer lange Straße gliedert sich in mehrere Abschnitte, die alle ihren eigenen Charakter haben. Strassenmusiker unterhalten da Besucher genauso wie die lebenden Statuen oder natürlich auch die Maler und Zeichner. Los ist da immer etwas. Und am Abend muss man unbedingt die magische Fountain Show schauen. Ein Gesamtkunstwerk aus Wasser, Musik und Farbe. Eine weitere Gegend, die man beim Ausflug entdecken kann, ist das Hinterland von Katalonien. Der erste Halt ist in Girona. Das liegt im Teertal am Zusammenfluss von vier Flüssen und der eine trennt die Altstadt von der neuen modernen Stadt. Im alten Teil sind die Spuren von der langen Geschichte erhalten, zum Beispiel mit den Stadtmauern der Römerzeit. Der Ausflug geht weiter und zwar an Banyolissee. Der See ist einer der grössten Naturseen auf der Iberischen Halbinsel mit mehr als 100 Hektar Fläche. Zudem hat er auch sehr tiefe Stellen mit bis zu 46 Metern. Am Fuß der Pyrenäen besucht man als nächstes Besalú. Diese Ortschaft hat sein altertümliches Bild bewahren, das von engen Gassen und alten Sakralbauten beherrscht wird. Die markante mittelalterliche Brücke mit ihrer Silhouette ist das Wahrzeichen der Stadt. Sie ist 105 Meter lang, bereits 1315 gebaut worden und überspannt den Fluss mit 5 unterschiedlichen grossen Bögen. Als wir das Angebot gesehen haben, waren wir schon etwas erstaunt. Das alles für 399 Franken. Darum haben wir jemanden gefragt, der bei dieser Reise dabei war. Also ich reise schon mehrmals. Ich bin schon mehrmals jetzt mit der Domo gereist. Also die Reisegänge von der Domo sind recht angenehm, von einem guten Niveau. Es sind bequeme Busse. Also mit dem Bus, wo ich gereist bin, ist also wirklich sehr gut. Die Unterkünfte sind sehr gut ausgewählt. Also ich war schon in 4-5 Sternen inne gsi. Jetzt da ist es ein 3 Stern, aber ein 3 Stern von einer höheren Klasse. Von der Umgebung her hat Domo da gut ausgewählt. Ich habe gemeint, Domo würde uns da weit ins Land rausbringen. Und dann landet man da direkt am Meer. Da bin ich also wirklich positiv überrascht. Also Domo organisiert Ausflüge, die sind wirklich gut ausgedacht. Sie sind mit Leuten von da und es sind wirklich ganz gut. Also gestern zum Beispiel Barcelona. Und wirklich die ganz grossen, hohen Höhepunkte von Barcelona ist wirklich interessant. Geniessen Sie jetzt eine Woche Sonne, Strand und Meer. Wahlweise in Santa Susanna für die Sonnenhungrigen, in Lloret de Mar für die Jungbleibenden oder in Pineda de Mar für die Erholungssuchenden. Inklusive beim Angebot ist die Hin- und Rückfahrt an Costa Brava in einem komfortablen Bus.
7 Nächte in einem guten Mittelklasse-Hotel an der Costa Brava, Halbpension, alle Gebühren und natürlich eine erfahrene Reiseleitung. Das alles gibt es für 399 Franken pro Person. Also profitieren Sie von diesem einmaligen Angebot und lernen Sie Domo-Reisen näher kennen. Weitere Informationen gibt es direkt bei den eingeblendeten Telefonnummern. Es war sehr schön, in einem super modernen Car, es war wunderbar. Ja, ich kann eigentlich nur sagen, ich bin bis jetzt immer begeistert. Der Ausflug, den man macht, für das Geld, das eigentlich fast ja unzahlbar ist, wenn man denken tut. Das Wetter hat mitgemacht, die Landschaft war wunderbar, also besser hätte man es gar nicht haben können. Wir sind schon fast wieder am Ende der Sendung und kommen jetzt zum versprochenen Wettbewerb. Und zum Gewinnen müssen Sie einfach die folgende Frage richtig beantworten. In welchem Land liegt Barcelona? Ist das 1 in Spanien, 2 in England oder ist das 3 in Griechenland? Rufen Sie jetzt auf Nummer 0901 55 1234 und wählen Sie nach der Aufforderung die Nummer von Ihrer Antwort. Oder schreiben Sie uns eine Postkarte und schicken Sie an GlobTV Postfach in 8600 Dübendorf. Einsendeschluss ist der kommende Montag. Wissen Sie die Antworten, machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück den folgenden Preis. Erleben und geniessen Sie als Gewinnerin oder Gewinner vom GlobTV-Wettbewerb von dieser Woche die wunderschöne Costa Brava mit Strand und Meer für eine ganze Woche. Also mitmachen und vielleicht schon bald ein bisschen geniessen. Weitere Informationen zu der Sendung und Domo-Reisen finden Sie wie immer auf den Teletext-Seiten auf diesem Kanal und im Internet unter globetv.ch. Eine gute Woche, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.